Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Prison Architect. Ja, wir haben ein Problem. Und zwar ist einer unserer zum Tode Verurteilten nicht so richtig in seiner Zelle angekommen. Ihr seht, das war wohl seine Zelle. Sieht nicht so gut aus. Er ist auch tot, weil Polizistenmörder. Tja, das tut mir natürlich schrecklich leid für ihn. Er hat es nicht überlebt in diesem Gefängnis. Die Todesstrafe wurde also, obwohl er relativ gute Chancen noch hatte, aber die Todesstrafe wurde hier schon mal vollstreckt. Ungünstig, aber so ist das Leben eben. So, die Jungs habe ich hier, glaube ich, schon mal abgecheckt. Hier will keiner von, glaube ich, Informant werden. Das ist nicht schön. Wobei, jetzt können wir mal eben gucken. Ich gucke die mal eben durch. Wie viel haben wir denn? 17 für Bewährung, 7 in Einzelhaft plus 18 noch in der Warteschleife. Ja. Warum auch immer. Oh, den kann ich rekrutieren. Sehr gut. Da hat sich schon wieder was geändert. Den kann ich nicht rekrutieren. Und den kann ich auch nicht rekrutieren. Der ist auch legendär. Extrem tödlich, aber kein Polizistenmörder. Okay. Hier ist auch einer drin. Was ist mit dir? Kann ich dich? Nein, auch nicht. Sehr gut. Dann lassen wir mal langsam weiterlaufen. Also heute sind drei Leute sozusagen im Gefängnis gestorben. Leider auch Wachen. Das tut mir persönlich sehr leid, weil die können ja nur gar nichts dafür. Kann das mal hier einer, also einmal den hier nochmal weg und den vielleicht nochmal weg? Und müssten wir nicht so langsam auch mal wieder ein paar Polizisten frei haben? Also wir haben definitiv zu wenig Polizisten. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich stelle nochmal 5 ein. 1, 2, 3, 4, 5. Solange wir einen positiven Cashflow haben, ist das ja egal. Und ich hoffe, dass die jetzt mal langsam weggebracht werden. Was haben wir denn? 3 Leichen. Die müssten ja eigentlich in die Leichenkammer. Genau, hier ist noch einer. Gerade erst angekommen. Komisch, 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 möchte ich sagen. Das ist aber nicht in der Lage, hier einen von denen wegzubringen, ne? Ich verstehe das nicht. Ja, genau. Wir finden noch eine Gartenschere. Überhaupt kein Problem. Hatte ich den schon? Ich möchte ja möglichst viele rekrutieren. Ihr kennt das ja, ich bin ja ein Recruiter. Also Einzelhaftzellen sind aber ein paar da. Daran kann es jetzt eigentlich nicht liegen. Was wir allerdings tatsächlich für ein Problem haben, ist die Bewährungsanhörung. Denn wir haben zu wenig Bewährungsanhörungsmöppel-Dings hier. Gut, das Gefängnis ist jetzt nicht ausgelegt auf mehr davon. Und die kriegen das in den paar Stunden nicht abgearbeitet. Ungünstig, möchte ich sagen. Sehr ungünstig. Machen wir eine Bewährungsanhörung doch einfach hier in der Waffenkammer. Habt ihr eine Idee? Wir haben noch ein ungenutztes Büro, aber das ist nur 4x4. Das müsste 5x5 sein. Ist ja nichts gut da. Bauen wir die Büros um? Aber so nah am Ausgang. Ist auch nur ein Büro, ne? Sonst. Aber dann muss ich den ganzen Psychiater wieder umbauen. Die sind auch nur 4, ne? 1, 2, 3, 4, ja. Ja. Können wir nicht noch irgendwo eine Bewährungsanhörung reinbauen, dass das irgendwie weniger wird? Ne. Also 3 Stück haben wir. Und es werden immer mehr. Vier. Gut, wir kommen auf 4 Stück, wenn wir hier keine Todeskandidatenanhörung machen. Und Cale müssen wir mal langsam hinrichten, oder? Das ist ja eine eigenständige Folge, das ist ja klar. Das,
Können wir nicht noch hier irgendwas... Wir haben doch noch gewisses Licht nicht verwendet, ne? Was ist denn schon wieder hier? Jetzt macht der mir hier alles kaputt. Möchtest du rekrutiert werden? Oh ja, sehr gerne. Wie ist denn bei euch hier? Nein. 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 Okay, was ich allerdings mal gebrauchen könnte, wäre ein Informant. Wen nehmen wir denn mal? Hier, komm mal ins Büro, mein Freund. Ich guck mal wieder, ist irgendeiner... Ne? Wir haben nur einen, der legendär ist. Also, ganz harter Bursche. Ansonsten hält sich Stadt ja in Grenzen. Der Felix, der löbt. Zwei normale Sicherheitsstufe, einen zum Tode verurteilt. Ja, wir haben ja wieder Platz, ne? Bin ja mal gespannt, was da rauskommt. Und irgendwie scheine ich immer noch ein Problem zu haben mit der Post. Ja. Gut, es sind wieder so ein paar Sachen, aber das ist ja jetzt nichts. Handys vor allem, hier so eine Spitzhacke, das ist natürlich nicht so gut. Aber hier ist kein böser Mensch drin, ne? Wenn ich das richtig sehe. Nicht wirklich. Ich kann den Duncan ja mal sozusagen aus der Dingshaft entlassen. So. Ja, das ist immer noch nicht so gut geregelt, das muss ich dazu sagen. So, was ist denn, wenn ich dich... was hast du denn gemacht? Kann ich das überhaupt? Häftlinge sind eingetroffen. Da muss noch Strom gelegt werden. Die werden gerade verarztet hier. Und einer von euch ist du, ne? Todeskandidat. Cool. Sehr schön. Haben wir irgendeinen hier in... können wir ja angucken. Einer in Einzelhaft. Einen haben wir noch in Einzelhaft. Schon wieder? Naja. 19 Häftlinge bereit für Bewährung. Also ihr seht, das mit der Bewährung wird schwierig, wie schwierig, schwierig. In der Logistik, es arbeitet immer noch keiner in der Poststation. Das ist natürlich blöd. Duncan Wilders. Aber da ist ja kein Verdacht, also der müsste ja eigentlich, oder? Da bist du ja wieder auf 100% oder er wird abgestochen, man weiß es nicht so genau. Minus 1600 fürs Besserungsprogramm? Wie gierig seid ihr denn bitte? Ihr glaubt auch, ich verdiene hier viel Geld, wa? Gut, da macht eine Kelle natürlich überhaupt keinen Sinn. Was machen wir denn jetzt mit dem Postraum? Hat da irgendeiner mal eine Idee?
Alles klar. Läuft ja sehr gut hier, ne, in dem Gefängnis. Ja, da haben wir ja bald wieder Platz, wa? Ja, ihr seht, läuft. Ich habe keine Ahnung, was die haben. Die sind einfach bescheuert, sind die so. Bleibe ich bei. Ich nehme jetzt alle Arbeiten weg. Das Einzige, wer jetzt noch arbeiten will, kann in den Postraum gehen. Pech gehabt. Regt euch drüber auf, kann ich ja nichts für. So. Razzia, wie sieht es mit dem Personal aus? Zwei wieder einstellen, noch ein Hundeführer. Dann müssen wir da ebenso durch. Was soll ich denn machen? Ich weiß da nicht, warum die plötzlich so austicken, die Idioten. So einfach aus dem blauen Dunst, ne? So einfach, zack, drehen sie am Rad. Muss ich nicht verstehen. Und alles nur, ich will, dass hier gearbeitet wird. Warum arbeitet hier keiner? So, dann setzen wir sie wieder, weil jetzt arbeiten da ja welche. Muss ja irgendwie möglich sein, oder? So. Ich weiß es doch auch nicht. Hauptsache, die Post wird jetzt bearbeitet. Ist ja nicht zum Aushalten. Guckt euch das mal an hier. Leichenkammer ist voll. Strunz, dumme Idioten. Mehr sage ich dazu nicht. Und dann setzen wir beim nächsten Mal, glaube ich, die Hinrichtung an, ne? Dann haben wir mal ein bisschen Spaß hier. Haben wir noch einen Arzt hier irgendwo rumlaufen? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe zu wenig Ärzte. So, komm, heil die mal, damit die hier nicht wer weiß wie. Und dann bringt die mal alle weg hier. Zwei, vier, fünf tote Häftlinge. Nicht schlecht. Hatte ich dich schon gefragt? Ja, ne? So, wie viele müssen in Einzelhaft? 46 in Warteschleife. Mhm. Ja. Gibt es einen Grund, warum ihr die nicht einfach... Wir haben doch hier... Wir haben neun Zellen hier. Neun Leichen. Nicht schlecht. Das hat sich ja gelohnt. Ist auch schön, ne? Wie die hier so rumtransportiert werden.
Nicht schlecht. Er ist schon Informant, okay. Du willst nicht, okay. Okay. Du wirst zum Informanten. Du bist schon Informant. So, die Razzia müsste aber gleich vorbei sein, dann haben wir auch wieder Personal über. Hoffe ich. Und dann gucken wir mal. Okay, gut. Dann soll es das gewesen sein. Ist jetzt auch spät genug. Ich muss langsam ins Bett. Man merkt das vielleicht, dass ich müde bin. Ist jetzt auch schon wieder spät. Okay, aber das soll nicht euer Problem sein. Wenn die Folge rauskommt, dann ist es bestimmt früh bei euch. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen und wir sehen uns in 2 Tagen wieder zu einer neuen Folge von Prison Architect oder zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Bis demnächst. Ciao, ciao.